Endlich Sommer in Hamburg, Zeit, unsere E-Bike-Kandidaten vorzustellen. Wir haben einen großen Vergleichstest gemacht von 10 E-Bikes, Hollandräder, Mountainbikes, Stadträder, Falträder und so weiter. Und jetzt nach und nach im Video stellen wir die Bikes vor. Und heute im Video das Stevens eCaprile Lux. Ein Luxusfahrrad für die Stadt und was das alles kann, das zeigen wir in diesem Video. Fangen wir wie bei jedem E-Bike einfach vorne an und gehen nach hinten durch. Das erste, was einem auffällt, diesmal, ich habe ja bis jetzt nur die Mountainbikes vorgestellt, es ist ein reinrassiges Stadtrad. Das bedeutet einmal von Schwalbe die Oxygen-Räder, die sind extrem dünn im Profil, das ist nicht besonders tief und für den Asphalt perfekt geeignet. Bei einer Testfahrt muss ich sagen, war das deutlich angenehmer zu fahren als die Mountainbikes, aber die sind ja auch nicht für die Stadt geeignet, wie ich gelernt habe. Machen wir weiter, was bietet es noch? Natürlich haben wir hier dicke Scheibenbremsen von Shimano drauf, die auch wirklich gut funktionieren. Das sind hier die Diore. Vorne, hinten, Scheibe ist klar, sollte auch bei einem E-Bike der Fall sein. Dann geht es hier vorne weiter mit einer Suntour-Federgabel, die ist luftgefedert. Und für die Stadt würde ich sagen, absolut ausreichend. Also über Pflasterstein fahren geht absolut klar. Auch sonst ist mir damit nichts aufgefallen. Die lässt sich hier oben nochmal schön einstellen, so dass man auch die Härte dann in der Feder hat, die man möchte. Und eigentlich bleibt kein Wunsch offen. Was auch serienmäßig mit dabei ist, das ist hier vorne diese kleine Lampe. Die reicht für Abendfahrten ganz locker und wird natürlich vom Akku gespeist. Das heißt, ich habe kein Dynamo und das erschwert mir die Fahrt nicht. Was muss ich noch sagen, apropos Fahrt erschweren? Natürlich ist es ein E-Bike, sprich wir haben hier einmal den Akku ausgeliefert, wird es mit einem 500 Wattstunden Akku, so rum, von Bosch. Denn auch der Motor ist von Bosch, den sieht man hier unten. Das ist einmal der Bosch Performance Line Mittelmotor. 250 Watt bietet der, wie alle Bikes, die wir jetzt in Zukunft vorstellen, weil es sich um Pedelecs handelt. Sprich, ich brauche keinen Führerschein, keinen Helm und darf auf Fahrradwegen fahren. Großer Bonus bei Fahrrädern in der Stadt. In Hamburg will man nämlich wirklich, wirklich, wirklich nicht auf der Straße fahren, egal wie schnell. So, wie wird das angetrieben? Total spannend bei diesem Bike, weil es ein Alleinstellungsmerkmal im Test war. Wir haben einen Riemenantrieb. Das ist der da. Und das Schöne daran ist, der ist völlig wartungsfrei. Sprich, anders als bei einer Kette muss ich das Ding nicht ölen. Ich kann es einfach da lassen und damit fahren. Ich muss mich darum nicht kümmern. Es springt nicht ab und das Fahren ist total easy. Also ginge nicht besser. Das hängt auch mit der Schaltung zusammen, die sich hier in diesem Kasten verbirgt. Das ist die NuVinci Harmony Schaltung. Das ist eine Automatikschaltung bei einem Fahrrad. Bin ich persönlich noch nie gefahren, fand ich total spannend, das mal auszuprobieren. Sprich, wie soll ich mir das vorstellen, wenn ich anfahren möchte mit dem Fahrrad, dann trete ich sehr leicht. Leider haben wir im Test festgestellt, dass je nach Einstellung man auch dann mal ein bisschen ins Leere tritt, bis das Fahrrad merkt, dass man schon rollt. Wenn man dann aber rollt und das Fahrrad mitspielt, dann passt sich der Riemen bzw. der Widerstand des Riemens meinem Tretrhythmus an. Sprich, ich trete nicht ins Leere, ich muss aber auch nicht zu hart treten, sondern das ist so ein Zusammenspiel aus meiner eigenen Kraft und der Motorkraft und die Schaltung übernimmt den Rest. Sprich, ich stelle das Ding einmal ein und muss mich dann nicht mehr darum kümmern. Super genialer Antrieb, hat mir sehr gut gefallen. Was gibt es noch zu sagen? Dabei ist auch ein Schloss. Diesmal tatsächlich, das hatten wir bei den anderen E-Bikes auch nur sehr selten, und ein Gepäckträger. Wie ich schon sagte, es ist ein Stadtrad. Sprich, da ist alles bei, was man in der Stadt braucht. Hier ist übrigens auch nochmal eine Rückleuchte mit bei, die ist auch sehr gut gelungen und leuchtet dem nachrückenden Verkehr, dass ich auf einem Fahrrad sitze und nicht umgefahren werden möchte. Und Schutzbleche vorne und hinten sind auch dabei, sprich, ich werde auch im Regen nicht nass. Zumindest nicht von unten. Wenn der Regen von oben kommt, werde ich halt obenrum nass, so ist das halt. Was gibt es noch zu sagen? Der Sattel ist super bequem. Da kann ich nichts zu sagen, das ist einfach nur ein wirklich qualitativ hochwertiger Sattel. Der Rahmen ist wunderbar verarbeitet, was man bei dem Preis allerdings auch erwarten kann. Einziger Nachteil bei diesem Fahrrad muss man einfach sagen, es ist relativ schwer mit 24 Kilo. Das trägt man nicht mal so eben, sondern das fährt man. Was man aber dazu sagen muss, ist, es lässt sich auch ohne Akku ganz gut fahren. Das kann auch nicht jedes E-Bike und insofern hat Stevens da einen guten Job gemacht. Stevens, übrigens eine Hamburger Firma, die dieses Rad baut, hat sich auch was ganz Besonderes ausgedacht für den smarten Teil des Rades. Das ist nämlich dieser Bosch Fahrradcomputer, der sehr, sehr, sehr viele Funktionen bietet, die ich bei allen anderen Rädern nicht hatte. Unter anderem ein Navi und das gucken wir uns jetzt mal genauer an.
Das Stephens eCapri Lux ist auch deshalb so teuer, weil es eines der smartesten E-Bikes ist, die wir im Test hatten. Und das verdankt dieses Fahrrad vor allem dem Bosch Bordcomputer Nyon oder Nyon. Der hat nämlich eine ganze Menge zu bieten und kommt serienmäßig mit diesem Fahrrad dazu. Was kann der alles? Klar, ich habe einmal die Anzeige, was ich gerade mache, sprich meine Gesamtdistanz, die ich gefahren bin, mein bester Monat, meine Geschwindigkeit, meine Durchschnittskilometer und so weiter und so fort. Das auch noch gepaart mit einer Ansicht, was wirklich in dem Moment passiert, sprich wie ist das Fahrrad eingestellt, wie viel km/h habe ich gerade drauf, wie sieht der Akkustand aus und wie viel Reichweite habe ich noch übrig und so weiter. Sehr cool gelöst sind auch die Bedienelemente für den Fahrmodus, sprich ich kann einmal hier am Lenker sagen, ich will die Stufe hoch und runter setzen, die Unterstützung vom Motor selbstverständlich, oder ich will den Bildschirm wechseln, das mache ich alles mit dieser kleinen Schaltung am Lenker. Was aber der Clou bei diesem Fahrrad ist, ist, dass es nicht nur WLAN, Bluetooth und GPS... Na, jetzt habe ich schon verraten. Es hat WLAN, Bluetooth und GPS. GPS deshalb, weil ich in diesem Bordcomputer ein eingebautes Navigationssystem habe. Im Test ist uns aufgefallen, dass die Karten nicht immer wirklich unglaublich gut geeignet für Fahrradtouren sind, sondern eher so, naja, in der Stadt halt Optimalrouten, die man auch mit dem Auto fahren könnte. Das könnte man bemängeln, aber nicht jedes Fahrrad hat ein Navi. Von daher fehlt uns da so ein bisschen der Vergleich und ich muss wirklich sagen, ich finde diese integrierte Lösung mit den Skobler-Karten wirklich, wirklich gut und extrem nützlich, weil ich muss mein Smartphone nicht opfern. Das Ding ist regendicht, mein Smartphone ist nicht regendicht, ich brauche keine zusätzliche Halterung am Lenker. Es ist einfach sehr, sehr angenehm, wenn man es hat. Wir haben es ausprobiert, man kommt damit von A nach B, kein Problem. GPS findet das Ding auch relativ schnell. Und dementsprechend gibt es da nichts zu meckern. Das Einzige, was uns ein bisschen gestört hat, war die Bedienung während der Fahrt. Klar, soll man sowieso unterlassen, aber man hat ja auch hier für den Daumen so einen Joystick, mit dem man die ganzen Menüs wechseln kann. Genau wie man das am Bordcomputer selber hat. Und dieser Joystick ist nur im Stehen wirklich cool. Bedeutet, wenn ich fahre und meine Hand wackelt von der Straße oder schlimmer noch Pflasterstein, kann ich die Bedienung vergessen. Ich treffe garantiert das falsche Menü, ich drücke garantiert die falschen Knöpfe. Es macht einfach keinen Spaß und ist auch nicht dafür geeignet. Sprich, dieser Bordcomputer ist perfekt zum während der Fahrt drauf gucken und im Stehen bedienen. Ein Mix aus beidem funktioniert nicht. Wie dem auch sei, was habe ich hier noch? Ich habe noch ein Fitnessscreen, wo ich sehen kann, wie viel Watt trete ich gerade, wie viel Kalorien habe ich verbraucht, wie viele Umdrehungen pro Minute verursache ich eigentlich an den Pedalen und so weiter und so fort. Und das Ganze kann ich natürlich synchronisieren, abspeichern, mir Statistiken angucken, wie meine vorherigen Fahrten waren, mich vergleichen und. Das Teil bietet unfassbar viel und ist sehr, sehr praktisch für ein E-Bike. Gut gelöst, muss man ganz ehrlich sagen. Insgesamt, insbesondere auch mit dieser Schaltung, die ich eben schon mal erwähnt habe, hier sieht man das ganz schön am Lenker, was ich damit eigentlich einstelle, nämlich nur die Pedalintensität und die Startintensität, die stelle ich hier ein mit einem Drehregler. Erfahrungsgemäß stellt man es einmal ein und dann nie wieder, weil es einfach dem eigenen Fahrstil entspricht und der Rest passiert automatisch. Also wer ein rundum wunschlos glücklich E-Bike für die Stadt haben möchte, macht mit dem Stephens definitiv nichts falsch. Allerdings ist der Preis mit 4.300 € relativ hoch und es gibt noch ein besseres, aber das zeigen wir später. Insgesamt muss man sagen, dass das Stephens eCapri Lux ein absolutes Wunschlos-Glücklich-Fahrrad ist für Leute, die ein E-Bike für die Stadt suchen. Klar, 25 km/h, kann man darüber streiten, ob das schnell genug ist, aber es ist immer noch ein Fahrrad und es ist wirklich durchdacht. Die Schaltung ist super, der Bordcomputer ist super, die Verarbeitung ist ein Traum, die Bremsen sind klasse. Es gibt nicht viel zu meckern, vielleicht könnte man sich ein bisschen über den Preis auslassen, denn 4.300 € sind eine Menge Geld für ein E-Bike, aber man bekommt dafür ein wundervolles E-Bike aus Hamburg und wenn man ein gutes Stadtrad mit wirklich viel Ausstattung sucht, könnte man hier fündig werden.